So, howdy ho, ich bin's, euer Raven the Creep. So, howdy ho, meine lieben Creepy-Fans, ich bin's, euer Raven the Creep. Ich mache wieder Content für YouTube, aber halt nicht so häufig wie früher. Mal im Monat vielleicht 3-4 Videos und Livestreams jede Woche. Aber egal, heute wollte ich ein kleines Projekt starten. Und zwar von Luigi Kid Creepypasta Challenge haben wir 100 Red Version Pokémon. Und das würde ich gerne heute mit euch spielen. Always Dash, ja. Full Screen, nein, lassen wir mal aus. Gamepad. Nee, Gamepad benutzen wir ja nicht. Key, genau. Was ist das denn? So, Moment. Das ist halt, womit wir gehen, ne? Warte. Nee, nee. Warte. Okay, Escape. Okay. Ah, okay. Ich glaube, wir benutzen dann die hier. Okay, ganz gut. Quit, genau. Wir fangen direkt ein neues Spiel an. Welcome to the Hello Region. Ah, das ist ein Halloween-Spiel, okay. The Halloween is a place where it's always Halloween. Also überall Halloween, cool, okay. Also jeden Tag. In this region, more than just Pokémon roam free. Okay. There are Halloween spirits and other creatures. I want to tell you a story. This is a horror story in the Hello region, so I hope you're ready. Okay, first, what is your name? Also, was ist unser Name? New name, Red. Komm, benennen wir mal nach unserem Gamer Tag. Und zwar. Nee, warte. Warte, wo ist denn hier die Lead? Achso, hier, okay. Nennen wir uns hier mal Six. I. Wo ist denn I? Genau, hier haben wir ein I, hier haben wir ein X. Nee. X. Dann ein großes R. A. V. E. N. Nee, komm, nennen wir uns einfach Six. Im Pokémon nenne ich mich immer Six, also, ja, Six, komm. Okay, let the story begin. Das ist okay. Okay, komm. Okay, damit können wir nicht interagieren. Können wir damit interagieren? Können wir uns wieder schlafen legen? Nee, auch nicht. Können wir damit interagieren? Nee, auch nicht. Ich glaube, das ist so die Gold-Edition. Gold-Silber-Kristall. Warte, kann ich hier Pokéball nehmen? Nee. Ah, Professor Lind? Ja. Yes. Suit yourself. Okay, mal gucken. Haben wir jetzt ein Pokémon? Pack? Nee. Okay, es sieht auf jeden Fall anders aus als jeder andere, naja, sagen wir, Fan-Made-Spiel von Pokémon, die ich kenne. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Ich kenne ja auch noch die Creepypasta dazu. Also ich glaube, das ist, ja, 100 Red, so hieß das. Die verfluchte rote Edition.
Auf jeden Fall sieht das aber anders aus als die Creepypasta. Pokémon scheinen uns hier nicht zu begegnen, wie uns schon Professor Eich sagte vorhin. Aber wohin müssen wir? Ich habe diesen ROM vorher noch nie gespielt. Das bedeutet, also dieses Spiel noch nie vorher gespielt. Das heißt, wir spielen es komplett blind. Ja, super, wohin geht's? Ah. Ah, okay, da scheint ein Pokémon oder irgendein anderes Vieh zu sein. Der sagte ja, also Eich sagte uns ja, dass es denn keine Pokémon hier gibt. Also nicht nur Pokémon, sondern etwas anderes in dieser Region. Sprich, dass wir uns hier wirklich vor so richtigen Monstern in Acht nehmen müssen. Da scheint ein Gänger zu sein, oder? Ah. Ah. Throw Rock. Okay, warte. Kann man denn keinen Pokéball werfen? Anscheinend nicht, nee. Ja, vielleicht kann man hier gar keine Pokémon fangen. Anscheinend kann man hier keine Pokémon fangen. Antigast. Okay, scheint kein Ghastly zu sein, also. Okay. Vielleicht war das doch kein Nebulak. Scheint so ein bisschen so eine Mischung aus Final Fantasy so vom Spielprinzip und Pokémon zu sein. Okay. Irgendwie sieht das ein bisschen aus wie jedes frühere Harry Potter Spiel, auch von der Musik her. Erinnert mich das ein bisschen. Ey, das wäre doch mal was, wenn wir mal so Harry Potter spielen würden. Also die GBA-Teile würde ich gerne mal wieder let's playen. Wenn ihr Bock habt, schreibt es mir bitte unter die Comments. Also in die Comments. Oh, Potion. Ist da? Ja, damit können wir nicht interagieren. Hier scheint nichts. Warte. Vielleicht können wir hier interagieren. By the way, ich bin jetzt gleich auf TikTok live, wenn mein Handy etwas geladen ist. Und schaut auf jeden Fall bei mir und Instagram vorbei. Ich verlinke hier auch später mein Linktree. Hier gerne auschecken. Nee, hier scheint nichts zu sein. Oh, können wir damit interagieren? Nee. Komisch, komisch hier. Anscheinend können wir hier nirgendwo rein. Oh, doch. Hier. Können wir mit den Betten interagieren? Nein, können wir nicht. Ich frage mich, was das hier für ein ROM ist. Also, was ist das Ziel? Und wenn es wirklich an die Creepypasta angelehnt ist, ich habe schon lange. Ich weiß, dass es so eine Creepypasta gibt. Aber. Irgendwie schon lange. Wirklich lange, 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 lange nicht mehr gespielt. Ich würde auch eine Challenge ausmachen. Wenn wir sterben sollten, wenn ich hier sterben sollte, dann packe ich das nochmal, dann mache ich noch einen zweiten Run. Und ja, nee, da kann ich nicht rein. Und das dann in den zweiten Part. Oh! Kann ich rennen? Ja. Also Pokémon scheint es hier zu geben. Irgendwie. Aber es sind keine normalen Pokémon. Müssen wohl die Regionalformen sein. Also Antigast habe ich auch nicht gekannt. Vielleicht ist es einfach deren Nebulak. Also Ghastly auf Englisch. Und da dieses Hollow Week oder was weiß ich mehr, was das jetzt war. Oh, da können wir rein.
Ich sehe es, ich sehe es. Ich habe es gesehen. Oh, was ist das? Das erinnert mich so ein bisschen an. Oh ja, ich krieg hier. Das erinnert mich an Lost Silver und ich krieg hier einen epileptischen Anfall, Alter. Ich schwöre. Okay, ein Gänger. Wobei, nein, es sind keine Gänger hier. Und ich sollte, das sollte mich irgendwie erschrecken, aber. Digga. Nee, Bruder, nee. Kann ich damit interagieren? Nein. Soll mich das erschrecken? Wobei, ein bisschen, ein wenig, ein kleinen wenig, aber. Nur so. Da habe ich mir so. Was ist denn das? Anscheinend so. Aber so richtig erschrecken tut es mich jetzt nicht. Oh, Potion. Was kommt jetzt? Buried Alive? Nee, ein Morrowark. Also so ein Alola Knocker, nur halt tot. Okay, Rocks Row. War ich in einem früheren Leben? Aber woher wusste das Spiel, dass ich mich eigentlich Six Raven nenne? Woher wusste das Spiel? Here lies Six Raven. Woher wusste das Spiel das? Also, Here lies Morrowind. Aber das, ihr habt es aber auch gesehen, da stand Six Raven. Da stand nicht Six. Ey, das ist echt gut gemacht. Das ist echt gut gemacht. Oh, Zombie Hand. Kennt ihr noch die Creepypasta? Zombie Hand und ich glaube, Buried Alive ist jetzt hier bei uns. Die Hände ziehen einen runter und so. Also ich mochte die Creepypasta. Die Creepypasta mochte ich ehrlich. Von Buried Alive und mit der Zombie Hand. Oder mit der White Hand auch von Mario gab es ja auch eine Creepypasta. Fand ich auch ziemlich cool. Also von Smash das. Ja, komm ran. Es ist besser als Lost Silver, weil Lost Silver so. Okay, so kurz. Das scheint irgendwie besser zu sein. Okay. Was passiert denn hier jetzt? Bruder. Also richtig gruselig finde ich das jetzt nicht. Oh, hier ist jemand. Hello. You may need some potions. Oh, bye. Ja, komm. Kaufen wir uns. Okay. So, und jetzt haben wir hier. Ich glaube, das ist schon das Ende des Spiels gleich. Ah, wahrscheinlich bilden die Dings ein Wort, die Grabsteine, ähnlich wie bei den Inkognitos bei Lost Silver. Weil kann ich damit interagieren? Ja, das ist doch die. Das ist so ein Remix von Dingsbums. Wie heißt das Spiel nochmal? Nee, wie heißt. Vom Pokémon-Turm. Das ist so ein Remix. Von Pokémon Rot, Blau, Gelb, Grün. Jetzt spielt keine Musik mehr. Kommt jetzt Buried Alive oder so? Weil mich fragt mich immer noch, Bruder. Woher wusste es mein Gamertag? Durch Steam oder wie? Run, Shift, okay.
Set. Okay. Okay, wir sind gestorben. Ich mach das in einem zweiten Part nochmal. Aber ich feier diesen Song, ja. Ich feier das. Hört's dir mal an. Ja, aber wie gesagt, wir sehen uns in einem zweiten Teil, da versuche ich es nochmal. Und jetzt würde ich das Spiel beenden. Ich würde euch den Download-Link auch noch von dem Spiel reinpacken. Ich, auch wenn es so ein kurzes Spiel ist, glaube ich so, finde ich das mega nice. Ich finde es mega nice. Schaltet demnächst mal bei meinem nächsten Videoprojekt mal ein. Und schaut auf jeden Fall auf TikTok vorbei. Da habe ich zwei Accounts und auf denen mache ich regelmäßig Scheiß. Also schaut auf jeden Fall vorbei.